Radio Essen. Der Tag in 5 Minuten. Die Nachrichten aus Essen am 27. Februar. Ich bin Anna Bartel und hier das Update vom Tag für euch. Heute mussten viele von euch neue Wege ausprobieren und Galeria Karstadt-Kaufhof bekommt eine neue Chance. Heute war viel Fantasie nötig, um von A nach B zu kommen, zur Arbeit, zu Terminen oder einfach für Besorgungen. Busse und Bahnen standen still. Gleich zwei Gewerkschaften hatten in ihren aktuellen Tarifverhandlungen zu Warnstreiks aufgerufen. Die Gewerkschaft EVG hatte die Eisenbahner zum Streik gerufen und die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Und auch die mussten sehen, wie sie zur Demo kamen. Ja, mit dem Fahrrad, ne? So wie jeder anständige, sportliche junge Mann. Ich habe einen etwas weiteren Weg. Ich komme außerhalb von Essen, bin daher mit meinem PKW gekommen. Und auch alle anderen mussten Lösungen finden, wenn sie nicht zu Hause geblieben sind. Und teilweise haben sie auch so einiges auf sich genommen. Ich fahre normalerweise mit einem Zug. Der Bus, der rumpelt die ganze Zeit und da wird mir ganz gerne mal übel. Nee, nach Steele fahre ich eigentlich sehr selten. Ich wollte jetzt ein Auto anmelden, weil das ganz schön ärgerlich ist momentan mit den Bussen auch und das einfach bequemer ist. Ich habe einen Termin und da müsste ich hin, mal schauen, ob ich da gleich hinkomme. Schauen, ob vielleicht noch eine S-Bahn oder ein Bus fährt, ansonsten rufe ich gleich an und muss den leider absagen. Morgen sollen Busse und Bahnen wieder fahren. Auch an den Osterfeiertagen sollen die Züge fahren. Die Gewerkschaft der Eisenbahner hat schon angekündigt, dass dann nicht gestreikt wird. Es gibt noch einmal eine neue Chance für den Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof. Die Gläubiger des Konzerns verzichten insgesamt auf rund 1 Milliarde Euro. Sie haben heute in der Messe Essen bei der Gläubigerversammlung dem Insolvenzplan zugestimmt. Damit werden aber auch 47 Filialen schließen und rund 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Galeria auf der Straße stehen. Einige haben wohl ihre Kündigungen sogar schon bekommen und nicht nur in den Filialen, die geschlossen werden. Die Agentur für Arbeit bietet jetzt schon Gespräche an, damit sich die Menschen neu orientieren können. Für viele wird es wohl neue Jobs geben. In Essen wird es in Zukunft dann nur noch die Konzernzentrale von Galeria Karstadt-Kaufhof geben. Auch die Filiale am Limbecker Platz wird geschlossen. Dort verhandeln die Betreiber aber nach eigenen Angaben schon mit Nachmietern über die Flächen. Es war beinahe wie im Film. In Borbeck hat der Blitz in die Kirche St. Dionysius eingeschlagen. Die Kirchturmuhr ist genau zu diesem Zeitpunkt stehen geblieben und einiges ist in der Kirche auch kaputt gegangen. Die Glocken und die Telefonanlage funktionieren nicht mehr. Der stellvertretende Pfarrer André Oehlenberg ist aber sehr zuversichtlich, dass alles schnell wieder funktionieren wird. Zu Ostern werden die Glocken, würde ich schon denken, wieder bestimmt läuten. Wir arbeiten aber auch daran, dass natürlich jetzt zum kommenden Sonntag auch schon die Uhr wieder gehen wird und auch die Glocken auch wieder läuten können, dass wir wieder zum Gottesdienst rufen können. Ja, und schon heute haben Techniker die Telefonanlage repariert und die anderen Arbeiten übernimmt jetzt eine Fachfirma. Dann geht hoffentlich auch die Kirchturmuhr bald wieder. In der Innenstadt wird weiter an der Citybahn gearbeitet. Jetzt sind die Stadtwerke dran und verlegen die Gas- und Wasserleitungen, damit die Ruhrbahn und die Stadt demnächst oberhalb mit den Arbeiten beginnen können. Das heißt allerdings, auf dem Willy-Brandt-Platz wird noch mehr gebaut. Zunächst einmal werden die Leitungen direkt vor dem Handelshof verlegt. Dann machen die Stadtwerke zwei Baugruben auf, vorm Eingang am Hauptbahnhof und auf dem Willy-Brandt-Platz. Da wird dann unterirdisch weitergearbeitet und die neuen Rohre werden in die alten Leitungen reingeschoben. Alles zusammen dauert etwas mehr als ein Vierteljahr, rechnen die Stadtwerke. Und das war überregional wichtig. Morgen sollen die Züge wieder normal fahren, nach dem Streiktag heute, das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Die Gewerkschaft Verdi in Nordrhein-Westfalen droht jetzt allerdings mit unbefristeten Streiks im öffentlichen Dienst, also in den städtischen Kitas, in der Betreuung, in den Schulen, bei den Bussen und Straßenbahnen oder bei der Müllabfuhr bei den Entsorgungsbetrieben. Die dritte Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern im öffentlichen Dienst ist angelaufen. Sollte die wieder kein Ergebnis bringen, könnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes unbefristet in den Ausstand gehen. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der Nacht wird es noch einmal frostig und so manche Autoscheibe muss morgen noch mal freigekratzt werden. Morgen insgesamt bleibt es aber meist trocken, immer wieder etwas Sonne. Es ziehen dazu natürlich auch wieder ein paar Wolken durch. Die Höchsttemperaturen morgen aber dann wieder so um die 10 Grad. Das waren die wichtigsten Meldungen bei uns aus Essen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.